Ja, der Fonsi hat ja jetzt ein richtig starkes Turnier gespielt mit Kanada, sind jetzt im Spiel um Platz 3 und Elfmeterschießen war das, glaube ich, jetzt. Ja, wo der Fonsi ja dann, glaube ich, den letzten nicht ganz so reingehaut hat wie gewünscht, aber ich glaube, der Kanada hat grundsätzlich ein sehr gutes Turnier gespielt und auch der Fonsi ein gutes Turnier. Also und zum Glück, weil es, glaube ich, im Halbfinale war es immer so, dass er es ausgeschaut hat, dass er verletzt hat. Das Wichtigste ist, dass er fit ist, dass keine größere Verletzung aufgetreten ist. Ansonsten haben Gespräche stattgefunden, die bis jetzt noch zu keiner Einigung führten. Fonsi macht jetzt einmal seinen verdienten Urlaub, wird dann zurückkommen und dann werden wir sehen. Die Tür ist sicher nicht zu. Das Wichtigste ist, dass er eine richtig gute Vorbereitung macht, dass er dann richtig gut reinstartet mit uns und dass er ja richtig gut zu seiner Form findet und dann werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen. Der Fonsi hat sich in den letzten Jahren da zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, hat es richtig gut gemacht und wir werden sehen. Er geht jetzt einmal in sein letztes Vertragsjahr, so wie es jetzt aussieht und dann werden wir sehen, wie die Gespräche verlaufen, aber die Tür ist sicher nicht zu. Xavi Simons, sehr guter Spieler, hat eine sehr gute Europameisterschaft gespielt, letztes Jahr mit Leipzig. Eine super Bundesliga-Saison, hat sich richtig gut entwickelt in den letzten Jahren, richtig gute Schritte immer wieder gemacht. Ja, ich glaube, dass er eine richtig gute Karriere machen wird auf höchstem Level. Er bringt alles mit, auch von der Mentalität, vom Charakter, glaube ich, ganz außergewöhnlich guter Spieler. Ansonsten gibt es dazu nicht so viel zu sagen, aber richtig guter Spieler, ja.